Hey, servus, schönen Nachmittag, liebe NBA-Freunde, Basketball-Freunde, Wettfreunde. Letzter Sonntag in der Regular Season. Es sind nur noch 3 Spieltage und dann geht es nämlich nächste Woche schon am 13. April los mit den Playoffs. Hier habe ich ein kleines Playoff-Picture von NBA Instagram-Account kurz mal rüber kopiert. Im Westen ist ja soweit schon alles fix. Alle 8 Playoff-Plätze sind vergeben. Die Reihenfolge steht allerdings noch nicht ganz klar. Im Osten hingegen gibt es immer noch 2 Teams, die momentan nicht unter den Top 8 sind, die immer noch in die Playoffs geraten können. Da ist es sehr knapp. Man sieht auf Platz 6 die Brooklyn Nets mit einem guten Sieg gegen die Milwaukee Bucks gestern. 40 Siege, 40 Niederlagen, haben den Tiebreaker quasi gegen die Magic gewonnen. Spielen am letzten Spieltag auch noch gegen die Miami Heat. Also die können es da quasi eintüten. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie zu 100% in den Playoffs. Aber auch sonst sieht es ganz gut aus. Die Hornets haben ja wirklich nur noch extreme Außenseiterchancen. Und Heat, bin ich mal gespannt, ob die heute gegen Toronto gewinnen. Ist, glaube ich, sogar das erste Spiel heute um 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann schauen wir mal, ob die Saison von Dwayne Wade oder die Abschiedstournee in 2 Tagen vorbei ist oder ob es nochmal in die Postseason geht. Im Westen vor allem interessant, also der erste steht schon fest. Die Nuggets glaube ich auch nicht, dass sie sich noch den zweiten Platz nehmen lassen. Rockets auf 3, Trailblazers 4 oder 5, also dieses Duell steht eigentlich auch schon festgeschrieben, dass es in den ersten Partien in den Playoffs gegen die Utah Jazz gehen wird. Und hier 6 bis 8 ist dann noch ein bisschen knapper. Und ich denke, dass sowohl Clippers als auch die Thunder und die Spurs kein Interesse haben dürften, in der ersten Runde gegen die Warriors zu spielen. Aus Spannungssicht hoffe ich sowieso noch, dass sich da einiges tut, weil momentan, keine Ahnung, ich glaube, wenn die Warriors in der ersten Runde gegen die Clippers oder Spurs treffen würden, wäre das eine relativ einseitige Geschichte. Gegen OKC, da kann ich mir vorstellen, dass die an einem guten Tag oder an mehreren guten Tagen auch eine Hürde sein könnten. Und schauen wir mal, was passiert. Meine größte Sorge ist halt, dass ich irgendwie Nuggets, Rockets, Thunder und Jazz irgendwie alle gegenseitig rauswerfen, aber ja, das steht noch in den Sternen. Kurzer Klick auch auf die untere Tabellenhälfte. Also ich habe jetzt hier mal sortiert alle Teams, also nicht mehr nach Division, sondern einfach der Gesamtstand. Und das ist jetzt auch für die heutigen Spiele, glaube ich, nicht ganz unwichtig, weil es geht ja auch um Draft-Lotterie-Chancen. Und hier sehen wir die Suns und Cavaliers, beide mit 19 Niederlagen auf dem vorletzten Platz. Also das heißt, wenn hier die Suns jetzt noch ein Spiel gewinnen würden, würden sie die Cavaliers überholen. Also würde ich an eurer Stelle oder auch an meiner Stelle definitiv nicht auf Phoenix wetten. Die Knicks, definitiv schon die höchsten Chancen auf den Draft-Pick Nummer 1, auch wenn das nur 14% ist. Allerdings müssen sie jetzt die letzten 3 Spiele, die sie noch haben, 2 gewinnen, mindestens. Ansonsten ist dieses Team das schlechteste von der Winning Percentage in der Historie der New York Knicks. Dallas muss auch noch aufpassen. Sie könnten mit unnötigen Siegen noch hier Memphis, Washington und die Pelicans überholen. Deshalb ist es für mich auch sehr, sehr safe zu sagen, dass die heute abschenken werden gegen Memphis. Und jetzt schauen wir uns am besten doch mal an, wer alles so gegeneinander spielt. Am Ende noch gehe ich ganz kurz auf die Quoten ein und meine Ideen. Es geht heute um 18 Uhr los. Die Heat treffen in Toronto auf die Raptors. Hier haben wir gesehen, die Toronto Raptors sind auf jeden Fall Zweiter und Miami muss noch um die Playoffs kämpfen. Es ist mittlerweile gang und gäbe, man kann das Load Management nennen oder generell Schonen von Spielern, dass zum Ende der Saison die Trainer ihre Starspieler schonen und vielleicht auch nur mit 60, 70% in die Partien gehen, wenn man schon sicher die Playoff-Plätze erreicht hat oder halt seine Position schon sicher hat. Von daher macht es schon Sinn, dass man sich immer anschaut, was mit den Miami Heat los ist. Die haben die letzten 3 Spiele verloren. Unnötige Niederlage gegen die Timberwolves. Gegen Boston kann man verlieren. Da ging es noch um den vierten, beziehungsweise dritten, vierten, fünften Platz, je nachdem. Aber die 3 Niederlagen tun natürlich weh, wenn wir sehen, wie knapp es gerade ist. Toronto hat das letzte Spiel gegen Charlotte verloren. Glücklicherweise haben wir dann in unserer Gruppe auf die Hornets gesetzt. Und davor 4 Siege. Der erste Platz ist nicht mehr in Reichweite. Von daher ist hier meine Vermutung, dass
Miami schon gewinnen wird. Jetzt kann man sagen, reiner Sieg ist vielleicht zu riskant, aber warum nicht? Also die Frage ist am Ende des Tages, warum sollten Toronto 100% geben und die Heat nicht oder halt andersrum. Das gleiche hier bei den Cavaliers. Ich glaube, der Spurs-Sieg ist safe ohne Ende. Zwei Gründe. Erstens, die Spurs wollen noch versuchen, vom achten Platz wegzukommen. Cavaliers haben keine Lust zu gewinnen, um ihre Draft-Chancen nicht zu verschlechtern. Thunder Timberwolves. Hier, die Timberwolves haben jetzt ein paar gute Spiele daheim gewonnen. Vor allem dieses kuriose Spiel gegen die Golden State Warriors mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Haben kein Interesse zu verlieren. Also das heißt, die denke ich schon, dass die auf Sieg spielen werden. Die Thunder allerdings auch eben um die Warriors zu vermeiden. Allerdings haben die in den letzten 2, 3, 4 Wochen echt enttäuscht. In den letzten 10 Spielen auch nur 4 gewonnen und von abermals Homecourt Advantage in den Playoffs sind sie noch jetzt bei Platz 6, 7, 8. Ein bisschen schade. Allerdings haben sie jetzt gegen die Lakers Russell Westbrook da mit einem historischen Spiel zwar über 20 Punkte, Rebounds und Assists, also ein richtig krankes Triple-Double erreicht und auch gegen die Pistons danach gewonnen. Das heißt, ich hoffe, dass sie jetzt zum Ende der Saison wieder in die Spur finden und da würde doch ein Sieg gegen Minnesota eigentlich ganz gut denen zu Gesicht stehen. Muss ich mal schauen, wie ich hier wieder zurückkomme. Also es spielen heute auch 28 der 30 Teams. Von daher haben wir viele Spiele anzuschauen. Hornets Pistons. Für mich ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Die Hornets sind offiziell aus den Playoffs draußen, wenn sie heute verlieren. Allerdings müssen die Pistons auch unbedingt diesen Sieg holen. Bei Detroit wird viel davon abhängen, was mit Blake Griffin ist. Wenn er nicht spielen sollte, dann haben die Pistons ein riesiges Problem. Hat man auch in den letzten Spielen gesehen. Da haben sie einige unnötige Niederlagen sich auch eingefangen. Mit 25 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists spielt er auch wirklich eine sehr gute, solide Saison von den Stats. Und hier sehen wir auch nochmal in den letzten 5 Spielen. Wo er jetzt auch zumindest dabei war. Also hier sieht er gegen die Pacers ohne ihn keinen Stich gemacht. Gegen nochmal die Pacers keinen Stich gemacht. Gegen Portland gewonnen. Da müsste ich jetzt, ich denke mal, das war aber ohne Nurkic. Da müsste er sich schon verletzt haben. Und gegen die Thunder war er wieder zurück. 9 Dreier, 45 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Hat nicht zum Sieg gereicht. Von daher wird schwierig, wie es heute dann mit ihm ist. Auf jeden Fall brauchen die Thunder ihn. Hier mein nächster Außenseiter-Tipp. Die Pacers werden definitiv Fünfter sein. Ich glaube nicht, dass sie noch an Boston vorbeikommen. Schlechter als Sechster geht nicht mehr. Brooklyn kann mit einem heutigen Sieg, glaube ich, sogar schon die Playoffs sicher eintüten. Auch hier würde ich deshalb eher auf den Außenseiter tendieren. Gestern war es ja wirklich eine souveräne Vorstellung gegen Milwaukee. Milwaukee nicht ganz unüberraschend, hat auch auf Spieler verzichtet. Von daher mit der positiven Euphorie, die sie da mit dem wichtigen Auswärtssieg sich geholt haben, dürfte es doch auch hoffentlich für einen weiteren Sieg in Indiana reichen. Denn auch hier, Brooklyn sollte 100% spielen. Indiana hoffentlich darauf schauen, dass sich keiner mehr verletzt. Also so geht meine Tendenz. Dallas, vorhin schon erklärt, die müssen verlieren. Und hoffentlich machen sie das auch. Ich denke, dass Doncic nicht spielen wird. Ich denke, dass auch noch andere Spieler aussetzen werden. Man sieht auch schon, Memphis tut wirklich viel dafür, dass sie schlechter werden. Aber Dallas hat daheim verloren. Die werden jetzt auch auswärts verlieren. Hier beim letzten Aufeinandertreffen hat Memphis 122 zu 112 gewonnen. Das Gleiche erwarten wir also auch wieder diese Nacht. Und besonders wichtig wird dann auch das nächste Spiel. Phoenix Houston ist es nicht. Also da klarer Sieg Houston. Da gibt es von der Logik, die ich euch vorhin gesagt habe, Phoenix mit einem Sieg wird sich sehr, sehr wehtun. Keine Außenseitermöglichkeiten, auch wenn Houston alle Leute schonen sollte. Es macht keinen Sinn, dass Phoenix dieses Spiel gewinnt. Atlanta Milwaukee, da muss man schauen, was passiert. Atlanta kann gewinnen.
Milwaukee zwei Niederlagen in Folge daheim ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich vermute, dass heute Eric Bledsoe, der gestern mit einem unglaublich guten Spiel aufgelaufen ist, heute wahrscheinlich vielleicht wieder aus oder diesmal aussetzt, dafür Antetokounmpo zurückkommt. Vielleicht wird Middleton wieder ein bisschen geschont, hatte gestern wohl auch eine Minute Restriction. Allerdings auch bei Atlanta einige Spieler fragwürdig und ohne Young, Collins und Huerter, falls sie wirklich aussetzen sollten, kann auch Atlanta gegen eine B-Mannschaft oder C-Mannschaft der Bucks wenig ausrichten. Da, da, da. Und all. Hier haben wir Washington gegen New York. Das ist für mich persönlich heute das spannendste Spiel. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Knicks gewinnen, weil das Trainergespann und auch die Spieler bestimmt nicht in die Annalen reingehen wollen als schlechteste Knickerbocker-Mannschaft aller Zeiten. Aber aus Dallas Fansicht hoffe ich, dass Washington gewinnt. Denn wahrscheinlich wird es für Dirk Nowitzki übermorgen das letzte Heimspiel sein gegen die Phoenix Suns. Und wenn Washington heute Nacht gewinnen würde und Dallas gegen Memphis verliert, könnte Dirk in seinem wahrscheinlich letzten Heimspiel nochmal sich mit einem Sieg verabschieden. Und das würde mich persönlich sehr freuen, bevor es da eine große Abschiedszeremonie gibt und man dann gegen Phoenix verliert. Das war ja dann auch irgendwie nicht schön. Also hier favorisieren wir die New York Knicks, hoffen aber auf die Wizards. Was haben wir denn noch? Lakers. Nein, Entschuldigung. Da, da, da. Boston gegen die Magic. Auch hier außen, wir schauen uns gleich die Quote nochmal an. Außenseiter-Tipp würde ich eher auf Orlando gehen. Clippers gegen Golden State. Die Clippers sollten gewinnen und die Warriors wird auch Fragezeichen sein, ob hier jeder aufläuft. Diese Day-to-Day-Sachen, die sind ja eher so, wenn die Vereine angeben, dass jemand wirklich verletzt ist oder irgendwelche Blessuren hat. Wenn die jetzt aber kurzfristig sagen, nee, ich schone den Spieler, dann wirst du das auch sehr selten hier bei Day-to-Day mitbekommen. Also das ist eher so ein eigenes Gefühl. Die Warriors sind schon Erster, vier der letzten fünf Spiele gewonnen, gut gescored und die Clippers haben jetzt drei der letzten fünf verloren gegen LA, absolut unnötig das Derby. Gegen Houston kann man verlieren, allerdings die Niederlage auch sehr hoch, dass man auch fragt, ist die Luft jetzt ein bisschen raus? Das hat Lou Williams gemeint. Er hatte gesagt, seitdem die Clippers offiziell es in die Playoffs geschafft haben, dass nicht jeder Spieler mehr 100% gibt. Das sollten sie jetzt auf jeden Fall tun, denn sonst geht es in der ersten Runde gegen die Warriors. Und auch wenn die Predictions hier 77-7 auf Golden State ist, würde ich eher auf den Außenseiter-Tipp tendieren. Und ich gehe auch gleich nochmal in der Quotenübersicht darauf, warum dem so ist. Was haben wir noch? Es, wie gesagt, viele Spiele, New Orleans, Sacramento, keine Ahnung, ein Finger-weg-Spiel, Denver gegen Portland, auch Finger weg, weil ich nicht weiß, wie Denver auflaufen wird, schonen sie die Spieler, was macht Portland, McCollum logischerweise nicht dabei, Nurkic nicht mehr da, nicht dabei, sie sind hier von den Quoten auch der Favorit, die Trailblazers. Allerdings sind die Nuggets das bessere Team. Jetzt ist die Frage, ob die sich reinhängen. Die letzten, das Spiel gestern, Heimspiel allerdings, hat Denver gewonnen. Relativ souverän. Davor auch die Spurs abgefieselt. Von daher könnte man auch hier sich überlegen, auf die Nuggets zu gehen. Und das allerletzte Spiel, Jazz gegen Lakers. Schauen wir mal, was hier los ist. Hier sind die Jazz natürlich Favorit. Die werden in der ersten Runde so oder so gegen die Trailblazers spielen und da auch mit Sicherheit weiterkommen. Ich hoffe nur für Portland, dass es nicht wieder eine 4-0-Blowout-Niederlage gibt wie letztes Jahr gegen die Pelicans. Man sieht hier auf jeden Fall einige Spieler schon nicht dabei. Und ich glaube, psychologisch ist es für Teams ganz cool, wenn sie eine 50-Siege-Saison gespielt haben.
Die Jazz haben jetzt noch zwei Spiele, also das heißt, dieses oder das nächste glaube ich schon, dass sie gewinnen werden. Tut mir aber auch hier schwer, aufgrund der Quoten eine wirkliche Tendenz zuzusprechen. Jetzt holen wir uns mal ganz kurz die Quotenübersicht. Und da haben wir sie auch schon. Also, viele Spiele geht schon in ein paar Stunden los. Heat gegen Raptors. Ich gehe jetzt einfach nur mal die Außenseiterquoten durch. Raptors 3. Cavaliers nicht interessant. Timberwolves nicht interessant. Hornets auch nicht interessant, weil Pistons gewinnen müssen. Nets 2,4. Grizzlies 1,7. Das passt soweit. Hawks, Bucks, eher Finger weg oder sich hier zu überlegen, die plus 12 mitzunehmen. Rockets gegen Suns, auch Finger weg. Magic gegen Celtics, 2,7, auch interessant. Knicks 2,5, interessant. Clippers, Warriors, eine 9, äußerst wertvoll und die 13,5 sehe ich als fast schon Pflichteinsatz, denn die Warriors haben auch in den Spielen davor gegen Cavaliers und Konsorten jetzt nicht so hoch gewonnen. Und warum sollten sie dann ausgerechnet jetzt gegen die Clippers nochmal zum Ende der Saison ein Statement setzen? Macht nicht so viel Sinn. Die Nuggets haben eine 3,35 gerade erst gewonnen. Daheim, also jetzt ist die Frage, warum nicht nochmal einen Sieg nachschieben oder man geht hier auf die 6,5. Auf jeden Fall auch sinnvoll, das anzuspielen. Pelicans, Kings hier. Ich kann mir vorstellen, dass die jungen Kings noch relativ motiviert sind, dieses Spiel zu gewinnen, um vielleicht noch auf eine ausgeglichene Bilanz am Ende zu kommen von 41 Siegen, 41 Niederlagen. Die Pelicans ja, sind jetzt auch nicht gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen, wenn Sacramento Vollgas gibt. Und Jazz gegen Lakers müsste man die Jazz besser kennen, auch wenn ich jetzt hier ein Shirt von Mitchell anhabe. Was die heute so machen, beziehungsweise Trainer Snyder. Also, was ich mit den ganzen großen Quoten sagen möchte, wenn man jetzt nur Einzeltipps auf die spielt, braucht man eigentlich nur 40 oder 45, 50% richtig der Außenseitertipps, dann kommt man hier schon mit Gewinn raus und ich denke, dass heute vor allem die Teams gewinnen werden, die den Sieg brauchen und die Teams, die schon ihre festen Positionen haben, die werden abschenken ist das falsche Wort, aber nicht mit 100% Einsatz spielen müssen, sollen, dürfen. Von daher heute ein guter Tag, sich die Außenseite rauszuschnappen. Wenn wir die Punkteanzahl anschauen, Spurs, Cavaliers, 219 Punkte, könnte ein Over sein. Nets, Pacers, lassen wir mal die Finger von weg. Bucks, Hawks, bei den Bucks, egal wer spielt, die werden Volltempo spielen. Ich glaube, das andere Spiel hier, das letzte Heimspiel der Hawks gegen die Bucks, da dürften es ja knapp 300 Punkte oder so gewesen sein. Also hier könnte auch über 233 ganz gut fallen. Und haben wir noch irgendwo ein punktereiches Spiel? Nuggets, Blazers, wenn man davon ausgeht, dass beide jetzt nicht so sich in der Defense reinhängen, auch über 217 möglich. Und Jazz gegen Lakers natürlich auch. Das gleiche, die 215 Punkte sollten fallen. Hoffe, die ein oder andere gute Idee war dabei. Die genauen Tipps hier in der Gruppe werden im Laufe des Tages irgendwann noch folgen. Und bis dahin einen wunderschönen Tag.